Hallo, liebe Deutschlernende! Lass uns heute über biphasischen Schlaf sprechen oder polyphasischen Schlaf. Was ist das? Nun, die meisten Menschen schlafen einmal pro Tag. Ja, sie legen sich ins Bett und dann schlafen sie bis zum nächsten Morgen. Ja, 6 bis 8 Stunden, manche mehr, manche weniger. Und es gibt aber auch noch andere Arten zu schlafen. Ja, man muss nicht nur einmal schlafen, sondern man kann auch mehrere Male schlafen, dafür aber weniger. Ja, viele Leute machen zum Beispiel einen Mittagsschlaf. Und wenn du einen Mittagsschlaf machst oder ein Nickerchen gegen Mittag, dann brauchst du schon weniger Schlaf. Ja? Du brauchst in der Nacht nicht so viel schlafen, weil du einen Mittagsschlaf gemacht hast. Und manchmal ist die Summe der Zeiten kleiner, als wenn du nur einmal schlafen würdest. Ja, wenn du ein Nickerchen machst, ja, dann sparst du Zeit. Ja. Und das ist etwas, was ich momentan ausprobiere. Ja. Ich mache biphasischen Schlaf. Ich schlafe einmal für 4,5 Stunden und einmal 1,5 Stunden. Okay. Und zwischendurch bin ich 6 bis 8 Stunden wach. Ja? Und das funktioniert recht gut. Ja? Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ja? Ein bisschen sehe ich vielleicht müde aus. Aber am Anfang ist es immer am schwersten. Ich habe gerade erst damit angefangen. Seit 2 oder 3 Tagen mache ich das. Ich habe früher schon Experimente gemacht, was polyphasischen Schlaf angeht. Wenn du auf YouTube eine Suche machst nach polyphasischen Schlaf, also auf meinem Kanal, dann findest du weitere Videos darüber. Und ich denke, es ist ein spannendes Thema. Es ist ein interessantes Thema, ja? Weil wir Zeit sparen können und trotzdem erholt sein können, wenn es funktioniert. Ja, man muss selber Experimente machen. Es ist genau wie bei der Ernährung. Man muss selber ausprobieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe vor mehreren Monaten, vor einem Jahr ungefähr, habe ich polyphasischen Schlaf ausprobiert und ich habe gleich das Schwierigste ausprobiert. Ja. Ich habe alle 3 bis 4 Stunden, 20 Minuten geschlafen, ja, und das hat nicht funktioniert, leider, obwohl es Leute gibt, bei denen es funktioniert, ja, aber bei mir hat es nicht funktioniert und jetzt probiere ich etwas wesentlich Einfaches und das ist biphasischer Schlaf, nur 2 Schlafphasen statt 6, ja. Das gibt es nämlich auch, ja, 6 Schlafphasen pro Tag. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, zumindest für mich. Aber der biphasische Schlaf funktioniert ganz gut. Wenn du möchtest, kannst du es ja auch mal ausprobieren und ich bin gespannt, was du so für Resultate hast. Ich fühle mich relativ erholt, ja, und ich denke aber auch, dass es besser wird mit der Zeit, ja? Weil man in einem Rhythmus kommt, der Körper stellt sich darauf ein. Und ich denke, am wichtigsten ist so oder so die Regelmäßigkeit, wenn man immer zur selben Zeit ins Bett geht und zur selben Zeit aufsteht, dann gewöhnt sich der Körper daran und stellt sicher, dass du die Schlafzeit optimal nutzt und dass du schnell einschläfst und all sowas. Und das habe ich noch nicht erreicht, aber mit der Zeit werde ich es erreichen. Und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Und ich habe mehr Zeit auch in der Nacht. Was heißt,
dass ich endlich mal dazu kommen werde, ein paar mehr Podcast-Episoden aufzunehmen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.